Köln, da steht schon so eine Friedenswerkstatt, die funktioniert auch sehr gut. Das muss man einfach lassen, da haben die ganz was Tolles auf die Beine gestellt. Und jetzt in jeder einzelnen Stadt eine zu machen, fand ich eigentlich so ziemlich langweilig. Deshalb habe ich mal so einen Vorschlag gemacht. Duisburg hat wunderschöne alte Fabrikgebäude. Und wenn wir uns da mal so ein bisschen häuslich drin niederlassen und mal so eine richtig große Friedenswerkstatt Rhein-Ruhr machen, dann könnten wir Berlin selbst mal zeigen. Lars guckt schon so beleidigt, aber dann könnten wir auch, der Massili guckt beleidigt und die Eva sowieso, dann könnten wir mit einer Stadt Rhein-Ruhr, in der über 5,35 Millionen Menschen wohnen, mal zeigen, was eine richtige Friedenswerkstatt ist und in einer richtigen Größe. Und das packen wir jetzt an, das ist das nächste Projekt, was wir machen. Wir suchen uns eine Fabrikhalle innerhalb des Ruhrgebietes und werden dort eine dauerhafte Friedenswerkstatt einrichten mit Ateliers, mit Schlafräumen für Leute, die dort länger bleiben wollen, etc. pp. Da sind wir jetzt gerade dran. So, und jetzt, wir werden nämlich diese Friedenswerkstatt nicht aufgehen oder nicht eher aufhören, als dass wir den Frieden haben. Und da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, wie ich heute schon mal gesagt habe. Frieden ist Arbeit. So, und jetzt kommt eine aus unserer Düsseldorfer Rasselbande. Das bunteste und schillerndste Mädchen, was wir überhaupt dabei haben, das ist die liebe Josie, und die hat immer so ganz, ganz tolle Texte. Ich wünsche euch viel Spaß mit Josie. Hallo. Hallo ihr Lieben. Ich bin total froh, euch hier alle heute zu sehen. So viele Menschen aktiv für den Frieden auf der Straße mit uns zusammen. Es macht mich total glücklich und ich hoffe, es werden immer, immer mehr. Und ich habe ein paar Worte an euch, die möchte ich mit euch teilen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Sehr freundlich, aber ich versuche es auch. Jedes Kind träumt davon, große Abenteuer zu erleben. Aber dann kommt einmal der Tag, an dem dieser Traum stirbt. Wir geben uns mit weniger zufrieden, passen uns an und errichten Mauern. Willkommen in der Wirklichkeit. Aber du bist für mehr erschaffen, denn du bist einzigartig. Du bist geschaffen für ein außergewöhnliches Leben. Du bist geschaffen, diese Welt besonders zu machen, sie zu fühlen, zu genießen und sie zu teilen. Du bist geschaffen, um Spuren zu hinterlassen. Du bist für ein Leben bestimmt, das die Welt aufrüttelt. Bestimmt zu handeln und nicht mehr nur zuzusehen, mit viel Herz und Bauchgefühl, mit viel Mut und vor allem mit Liebe. Diese Liebe steckt in jedem von uns. Sie war schon immer da, doch jetzt kann man sie sehen. Wir stehen hier, inmitten einer zerbrochenen Welt. Es ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, sie sicher und gesund an unsere nachfolgenden Generationen zu übergeben. Unsere Welt ist im Wandel und hier sind wir. Wir handeln wieder freiwillig, selbstlos und aus unserem Herzen. Wir stehen hier alle mit einem Wunsch, dem Wunsch nach Frieden, nach Freundschaft und nach einem Miteinander. Aber ab heute streichen wir die Worte versuchen und sollten und ersetzen sie mit erschaffen, tun und verändern. Wir denken ab jetzt wieder selbst, denn Denken erschafft die Wirklichkeit. Wir sehen nun nicht mehr nur zu, wie ihr unsere Erde zerstört, unsere Freunde tötet und versucht, uns von unserer Erde zu verdrängen. Für uns gibt es keine Begrenzung mehr. Und die, die noch da sind, werden wir lösen. Wir haben aufgehört zu schlafen und haben begriffen, dass ihr im Bezug seid, alle Liebe auf dieser Welt auszurotten. Ihr versucht, uns voneinander zu trennen, uns einzusperren und uns zu beleidigen. Doch da müssen wir euch leider enttäuschen. Wir haben vielleicht lange geschlafen, haben euch blind vertraut und euch an unserer Stelle entscheiden lassen. Das war ein Fehler. Doch Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen und sie nicht ein zweites Mal zu begehen. Ich will mich für euer Handeln bedanken.
Danke, dass ihr uns gezeigt habt, welchen Weg wir nie wieder gehen werden. Wir haben uns entschieden, den Weg der Liebe, Freundschaft und der Selbstlosigkeit zu gehen. Und wir haben uns entschieden, auf diesem Weg zu bleiben, wieder füreinander einzustehen und das Miteinander zu leben. Wir werden nicht mehr tolerieren, dass ihr unsere Herzen zerstört, uns die Luft zum Atmen nehmt, ihr alle Geschöpfe dieser Erde quält und schändet. Wir haben entschieden, die Welt zu verändern. Wir bestimmen das Morgen. Wir sind nicht mehr der Durchschnitt. Wir sind das Besondere, das dieser Welt ihren Wert gibt. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Denn die größte Herausforderung des Lebens liegt darin, die Grenzen in dir selbst zu überwinden und so weit zu gehen, wie du dir niemals hättest träumen lassen. Niemand hat gesagt, dass dieser Weg einfach wird, aber wir wissen nun, warum wir hier sind. Wollen wir die Welt verändern, müssen wir damit beginnen, aus der Vereinzelung und der Isolation auszubrechen. Wenn nicht wir, wer dann? Wann, wenn nicht jetzt? Verändern wir die Welt, damit sie nicht mehr so bleibt, wie sie ist. Verändern wir uns selbst. Wir sind hier, wir sind eins, wir sind die Veränderung. Das ist für alle, die geben statt nehmen. Für alle, die nicht nur zusehen, für die, die bewegen. Das ist für alle Aktiven unter den Passiven. Für all die Frieden bringen, wenn sich andere bekriegen. Für alle Träumer unter den Realisten. Für alle die, die Freude bringen zwischen den Pessimisten. Für alle Wachen unter den Lügen. Für alle ehrlichen Menschen zwischen denen, die betrügen. Das ist für all die, die Liebe lieben, nicht hassen. Nicht für die, die zerstören, nur für die, die erschaffen. Für die, die Ruhe bewahren, anstatt Zorn zu verbreiten. Nicht für die, die verletzen, nur für die, die uns heilen. Für die Schlauen, nicht für die, die sich keilen. Nicht für die voller Geld, nur für die, die aufteilen. Das ist für alle Macher zwischen all den Verpeilten, für all die Lesen zwischen den Zeilen. Das ist für alle Kämpfer auf Erden, für die, die es sind und für die, die es noch werden. Dankeschön. Danke, Josie. Ha? Ist sie nicht süß, unsere kleine Düsseldorfer Rasselbande hier? Ha? So, das ist eine richtige Aktivistin. Die klebt jeden Laternenmast voll mit ihren Laternen-News. Die hat da ganz viel zu beigetragen. Die arbeitet da mit bei den Ernährungsgeschichten. Die ist bei den Infoständen. Eigentlich ist die überall. Ich habe mal den Besen gesucht, wo so eine Hexe dann zwischen allem hin und her schwebt. Habe ich nicht gefunden. Das ist tatsächlich menschlich, was sie macht. Und dafür bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Josie. So,